Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Optimierung und Kurvendiskussion, wo wir die Ableitungsregeln nun verwenden werden, um Extremwerte von Funktionen zu finden und andere Eigenschaften der Funktionen zu bestimmen. Startpunkt bei diesem Thema sind die Monotonie-Eigenschaften einer Funktion. Dabei gilt Folgendes: Wenn f eine differenzierbare Funktion ist und wir haben ein offenes Intervall von zwei Punkten von a bis b und f' von x ist größer als 0 für alle Punkte in diesem Intervall, dann gilt, f ist auf diesem Intervall streng monoton wachsend oder man sagt auch streng monoton steigend. Umgekehrt gilt, wenn die Ableitung kleiner als 0 auf diesem Intervall ist, dann ist die Funktion auf dem Intervall streng monoton fallend. Das machen wir uns am besten an einer kleinen Skizze klar, warum das Ganze gilt. Also haben hier irgendeine Funktion f von x gegeben. Und dann können wir uns hier ein Intervall hernehmen von zwei Punkten von a bis b auf unserer x-Achse. Und so wie ich das jetzt hier skizziert habe, ist die Funktion auf diesem Intervall streng monoton steigend oder streng monoton wachsend. Deshalb gilt also Folgendes: Wenn wir hier einen Punkt hernehmen und uns da die Ableitung anschauen, ist in dem Punkt die Tangente steigend und die Steigung dieser Tangente ist ja gegeben durch die Ableitung f' von x. So hatten wir ja genau die Ableitung definiert als Grenzwert des Differenzenquotienten, der uns also genau diese Steigung angibt. Und wenn jetzt die Funktion eine positive Steigung in jedem Punkt hat, in dem hier und in dem hier und auch in jedem anderen Punkt in diesem Intervall, dann ist die Funktion in diesem Intervall eben streng monoton wachsend. Dasselbe könnte man hier auf der anderen Seite machen, wo wir verschiedene Punkte haben, in denen die Funktion streng monoton fallend ist. Dann gibt es aber natürlich auch Punkte, wo weder die Ableitung größer noch kleiner als 0 ist. Und solche Punkte nennt man dann auch stationäre oder kritische Punkte. Ich male mir hier nochmal so eine Skizze hin. Und hier haben wir dann irgendwo einen Punkt, wo die Tangente genau horizontal verläuft. Das heißt, bis dahin sind wir streng monoton wachsend, ab da streng monoton fallend und dazwischen ist ein Punkt, wo die Ableitung genau 0 ist und damit die Funktion in diesem Punkt gerade weder steigend noch fallend. Und solche Punkte nennt man also stationäre Punkte oder kritische Punkte. Also f ist wieder eine differenzierbare Funktion auf einem offenen Intervall. Und dann haben wir einen Punkt x in diesem offenen Intervall, für den f' von x gleich 0 ist. Und dann nennen wir ihn stationärer oder kritischer Punkt von f. Und ich denke, dann wissen die meisten auch, wofür man diese kritischen Punkte gut einsetzen kann, nämlich zur Bestimmung von sogenannten lokalen Maxima oder lokalen Minima. Im Skriptum werden sie auch relatives Maximum oder relatives Minimum genannt. Worum geht es da? Wir haben also eine Funktion f, die ist jetzt nicht nur einmal differenzierbar, sondern sogar zweimal differenzierbar und x0 ist also ein stationärer Punkt der Funktion. Deshalb gilt also f' von x gleich 0. Und wenn jetzt zusätzlich noch gilt, dass auch die zweite Ableitung kleiner als 0 ist, dann ist x0 ein lokales Maximum. Man sagt dazu auch ein Hochpunkt der Funktion f. Und wenn die zweite Ableitung größer als 0 ist, dann ist x0 ein lokales Minimum oder ein Tiefpunkt. Warum ist dafür die zweite Ableitung wichtig? Die zweite Ableitung gibt uns an, in welche Richtung sich die Steigung ändert. Ja, ich male hier nochmal dieses Bild hin, was ich eben schon ein paar Mal gemalt habe. Also wir haben hier eine positive Steigung in diesem Bereich der Funktion und die wird dann irgendwann,
haben wir dann hier die Steigung von 0 und danach ist die Steigung fallend. Das heißt, meine Steigung ist zunächst positiv, 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 dann wird sie 0 und dann wird sie negativ. Also die Steigung fällt. Das heißt, die Ableitung der Steigung, die Ableitung der ersten Ableitung, muss negativ sein. Und dann haben wir da ein Maximum. Das ist das, was wir hier oben drin angegeben haben. Und dieses Verhalten, dass die Steigung immer kleiner wird, nennt man auch Krümmung der Funktion oder in manchen Lehrbüchern wie dem Skriptum wird es auch Wölbung der Funktion genannt. Halten wir auch das nochmal in einem Satz fest, wenn wir also f als differenzierbare Funktion wieder haben auf dem Intervall von a bis b und es gilt, dass die zweite Ableitung von x größer als 0 ist für alle Punkte in diesem Intervall, dann ist die Funktion f auf diesem Intervall konvex oder nach oben offen und das sieht man dann eben daran, dass die Ableitung auf dem Intervall streng monoton wachsend ist. Das, was ich vorher versucht hatte zu erklären. Umgekehrt, wenn die zweite Ableitung kleiner als 0 ist, dann sagt man, die Funktion ist auf dem Intervall konkav oder nach unten offen und die Ableitung ist auf dem Intervall dann streng monoton fallend. Ja, und das läuft dann unter Krümmung oder Wölbung dieser Funktion. Ist so abstrakt, immer ein bisschen schwer vorzustellen. Deshalb schauen wir uns hier zwei ganz konkrete Beispiele an, bei denen wir mal so eine kleine Kurvendiskussion durchführen. Als erstes Beispiel schauen wir uns diese quadratische Funktion hier an. F von x gleich x² minus 2 mal x. Wenn wir uns die abtragen, schaut die so aus. Wir haben also diese Parabelform, ist ein bisschen verschoben wegen diesem linearen Term hier. Und wenn wir die anschauen, sehen wir gleich, die Funktion hat ein Minimum an dem Punkt hier unten. Wie können wir das zum Beispiel sehen? Naja, wenn wir uns das vorstellen, wir stehen hier oben sozusagen am oberen Ende eines Talkessels, dann müssen wir hier erstmal nach unten laufen. Wir laufen also in ein Tal hinein und das machen wir so lange, bis wir bei der Talsohle ankommen. Woher wissen wir, dass wir ganz unten sind? Naja, so lange, wie es nach unten geht, sind wir noch nicht ganz unten. Und wenn es dann aufhört, nach unten zu gehen, sprich, wenn wir hier einen Punkt erreicht haben, wo es flach wird, wo es eben wird, dann haben wir den tiefsten Punkt erreicht, weil es danach dann wieder nach oben geht. Ja, und dann wissen wir, dass wir diesen Punkt durchschritten haben. Aus mathematischer Sicht, was heißt das? Wir haben hier links bei der Funktion Tangenten, die fallend sind. Ja, fallende Tangente heißt negative Ableitung. Warum? Weil die Steigung der Tangente ja die Ableitung war. Dann kommen wir hier zum Minimum, zum Tiefpunkt der Funktion. Dort ist die Ableitung gleich 0. Ja, läuft die Tangente genau horizontal, genau waagerecht und rechts davon geht es dann wieder nach oben aus diesem Talkessel heraus. Um jetzt also dieses Minimum zu finden, brauchen wir auf jeden Fall mal die erste Ableitung. Rechnen wir die hier einmal schnell aus. F' von x ist x² abgeleitet, ist 2 mal x, minus die Ableitung von 2 mal x ist minus 2. Und für den kritischen Punkt, das mache ich hier auch gleich einmal, wissen wir, dass wir die Ableitung gleich 0 setzen müssen. Und das ist also hier leicht umzuformen. Muss 2 mal x gleich 2 sein und dann muss x gleich 1 sein, haben wir auch unten in der Grafik schon eingetragen. Gut, habe ich also hier die Ableitung mit dazu gemalt. Das ist jetzt diese rote Funktion, das ist f' von x, ist also die Funktion 2 mal x minus 2. Auf den ersten Blick sieht man vielleicht gar nicht, dass die blaue Funktion im Hintergrund und die rote Funktion direkt was miteinander zu tun haben, aber die rote Funktion gibt eben die Steigung der blauen Funktion an. Sprich, wenn wir hier so eine Tangente haben, die Steigung dieser Tangente in dem Punkt ist der Wert der Ableitung. Also hier haben wir ungefähr eine Steigung von minus 3 in etwa. Und
Besonders wichtig ist dann also die Frage, wo ist die Ableitung denn gleich 0? Ja, wenn wir den Punkt hier einziehen und dann sehen wir, das ist eben genau an der Stelle 1, wo die Ableitung, die rote Funktion, gleich 0 ist. Links davon ist die Ableitung negativ, rechts davon ist die Ableitung positiv. Und das heißt nichts anderes, als dass links davon die Originalfunktion fallend ist und rechts davon die Originalfunktion, unsere blaue Funktion, steigend. Wir wechseln hier also aus mathematischer Sicht das Vorzeichen. Links davon ist die Ableitung negativ, wir haben eine fallende Funktion, und rechts davon ist die Ableitung positiv, wir haben eine steigende Funktion. Und das ist das, was ich vorher anschaulich versucht hatte zu beschreiben, dass wir also hier diesen Tiefpunkt durchschreiten. Erst geht es noch runter und danach geht es wieder rauf. Die Tatsache, dass wir also hier einen kritischen Punkt haben mit der Steigung 0, wo es horizontal ist, sehen wir, dass die Ableitung hier 0 ist. Und wir müssen dann noch zusätzlich wissen, dass aber der Vorzeichenwechsel von negativ auf positiv passiert. Sprich, es muss nicht nur die Ableitung 0 sein, sondern die Ableitung der Ableitung muss positiv sein. Schauen wir uns das also an. Die zweite Ableitung, 2 mal x abgeleitet ist 2, minus 2 fällt weg. Die zweite Ableitung ist positiv und damit ist also dieser kritische Punkt ein Minimum oder ein Tiefpunkt der Funktion. Wir können auch diese Funktion noch einmal einzeichnen. Die zweite Ableitung jetzt in grün ist also die zweite Ableitung von f von x und es ist eine Konstante und das liegt daran, dass wir hier als erste Ableitung eben eine lineare Funktion haben, die überall die gleiche Steigung von plus 2 hat. Gut, soweit so einfach. Schauen wir uns noch ein zweites Beispiel an, nämlich ein kubisches Polynom, ein Polynom dritter Ordnung. X hoch 3 minus 3 mal x Quadrat plus x plus 1. Im Prinzip läuft das Spiel genauso, nur ist jetzt noch ein bisschen mehr los bei dieser Funktion, sage ich mal. Wenn wir da drauf schauen, sehen wir sofort, wir haben zwei Extremstellen, einen Hochpunkt, ein lokales Maximum und einen Tiefpunkt, ein lokales Minimum hier. Also an beiden Stellen ist die Ableitung genau gleich 0. Ja, wenn ich das also mit Hilfe der Ableitung beschreiben möchte, ist hier meine Funktion steigend. Das heißt, die Ableitung muss größer als 0 sein. In dem Punkt ist sie dann genau gleich 0 und wechselt dann auf fallend. Und das geht so lange, bis ich diesen Punkt hier erreicht habe, bis wieder meine Ableitung 0 ist und danach ist die Ableitung positiv und die Funktion steigend. Ja, brauchen wir also wieder die erste Ableitung. X hoch 3 abgeleitet ist 3 mal x minus die 2 nach vorne gezogen, 6 mal x plus 1 und die Konstante 1 hier hinten fällt weg und hier vorne hatte ich noch das Quadrat vergessen. Also das Ergebnis der Ableitung dieses Polynoms dritter Ordnung ist eine quadratische Funktion, ein Polynom zweiter Ordnung und hat dementsprechend zwei Nullstellen, die genau diesen beiden kritischen Punkten hier entspricht. Zeichnen wir also diese quadratische Funktion einmal ein. Ist also hier wieder die rote Funktion. Das ist nicht die zweite, sondern die erste Ableitung von x. Bei der ersten Ableitung sind wieder die Nullstellen von besonderem Interesse. Zeichnen wir also hier einmal ein, wo das liegt. Und dann haben wir also hier genau die beiden Stellen, an denen die beiden kritischen Punkte liegen. Links von dem ersten kritischen Punkt ist die Ableitung positiv, liegt also überhalb von der 0. Ableitung positiv heißt, Originalfunktion ist steigend. Dann zwischen den beiden kritischen Punkten ist die Ableitung negativ, liegt also hier unterhalb von der Nulllinie. Das heißt, wenn die Ableitung negativ ist, ist die Originalfunktion zwischen diesen beiden Punkten fallend.
Und rechts von diesem kritischen Punkt ist die Ableitung wieder positiv. Positive Ableitung heißt, Originalfunktion ist steigend. Und des Weiteren ist es so, dass wir in diesem Punkt einen Wechsel haben von positiver zu negativer Ableitung und von hier von negativer zu positiver Ableitung. Und dafür brauchen wir also dann die zweite Ableitung, um uns diese Steigung anschauen zu können. Rechnen wir die hier aus, die 2 nach vorne gezogen, 6 mal x minus 6, die Konstante 1 fällt weg. Die zweite Ableitung ist also eine lineare Funktion, können wir auch wieder dazu zeichnen, f2' von x. Und dann sehen wir, dass hier links unten die zweite Ableitung negativ ist. Negative zweite Ableitung heißt, erste Ableitung ist fallend und das heißt, Originalfunktion krümmt sich so nach rechts, durchläuft also hier einen Hochpunkt. Und hier oben ist die zweite Ableitung positiv. Positive zweite Ableitung heißt, erste Ableitung ist steigend und das heißt, die Originalfunktion wechselt von fallend auf steigend und durchläuft hier ein Minimum.